Willkommen, liebe Zuschauer, zu Börse Live am Donnerstagmorgen. Wir schauen gleich mal auf die Märkte in Asien gemeinsam mit Eckehard Wieck. Und jetzt erstmal der Blick auf Tokio, denn die Börse dort ist am Donnerstagvormittag in den Keller gestürzt. Grund war die scharfe Korrektur an der Wall Street und eine erneute Aufwertung des Yen zum Dollar. Der Nikkei, der brach um 702 Punkte ein. Es ging 5,3% nach unten. Ja, schauen wir uns nochmal die Weltbörsen an, jetzt hier im Vergleich mit Asien und auch den USA. Wie die Börsen da abgeschnitten haben. Sie sehen es, rote Vorzeichen. Der Dow Jones verliert 0,8%. Hier ging es runter auf 14.995 Punkte. Der Nasdaq sogar im Minus mit mehr als 1%. Fast 5% verlor der Nikkei, wie schon angesprochen. Der Hang Seng auch im Minus mit 1,2%. Tja, und was das alles für den DAX heute bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Den Live-Bericht von der Frankfurter Börse präsentiert Ihnen Biotherm Om. Mit Knopf in Frankfurt, wir haben es gerade gesehen, schwache Vorgaben, rote Vorzeichen. Wie geht es dann beim DAX heute weiter? Ja, da dürfen wir natürlich nicht allzu viel fragen. Caroline, guten Morgen aus Frankfurt. Gestern haben wir ja noch bei 8.143 Punkten geschlossen. Minus 1% in etwa, 0,96, um genau zu sein. Und der Dow, das haben wir ja schon gehört, auch ein Niveau unter 15.000 Punkten, minus 0,84%. Ja, die Korrektur geht weiter, die Konsolidierung auch. Ja, es ist fast so, als wenn man das Bild beschreiben sollte, dass der Junkie Angst hat, dass ihm irgendwann demnächst sein Stoff abhanden kommt. Im Fall auf die Börse bezogen, ganz einfach, die Börsianer haben Ängste und Befürchtungen, dass bald die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten dann doch ihr Anleiheankaufprogramm, was momentan noch ein Volumen von 85 Milliarden US-Dollar hat, vielleicht vom Volumen her einkürzen könnte. Das heißt, den Märkten dann doch mal mehr oder minder Liquidität entzogen wird. Und deswegen schauen wir jetzt schon auf die Federal Reserve Sitzung nächste Woche. Das heißt also, wir sind jetzt schon wieder einigermaßen gespannt auf das, was da aus Amerika kommt. Haben wir letzte Woche noch auf die EZB geschaut am Donnerstag, am Freitag auf den Arbeitsmarktbericht. Ja, dann ist es halt eben jetzt mal wieder Ben Bernanke, seine Mannen und vor allen Dingen natürlich seine Aussagen zum weiteren strategischen geldpolitischen Kurs in Amerika. Und deswegen unsere erste Indikation, weil halt eben die Weltbörsen leichter sind, werden wir wohl auch leichter reinkommen. Der Future für den DAX zeigt aktuell nur noch 8.055 an. Heißt also, wir würden über 1% zum ersten Mal im ersten Schritt verlieren. Schauen wir mal, ob das tatsächlich passiert. Ansonsten haben wir heute auch nicht allzu viel. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stehen noch an und Im- und Exportpreise aus den Vereinigten Staaten. Dann werden wir nach Einzelnachrichten schauen. Da hören wir ein bisschen was von ThyssenKrupp und Steel America. Dann schauen wir natürlich auf die Analysteneinschätzungen, weil die treiben ja momentan die Aktien rauf oder halt eben auch runter. Ich werfe noch einen Blick auf den Early DAX, damit wir den nicht vergessen. Naja, jetzt liegen wir schon genau beim Early DAX bei 8.053 Punkte. Also so sehr kann der Future aktuell nicht falsch liegen. Dankeschön, Mick. Und wir sprechen uns dann gleich nochmal wieder. Ja. Den Live-Bericht von der Frankfurter Börse präsentiert Ihnen Biotherm Om. Tja, das war die Einschätzung zum DAX. Wir schauen jetzt mal auf die Eurozone. Und der IWF lobt Portugals Sparkurs und genehmigt weitere Gelder. 657 Millionen Euro soll das Land bekommen. Mit der Rückzahlung kann sich Portugal aber Zeit lassen, denn die Fristen der Hilfskredite, die wurden ebenfalls verlängert. Portugal musste vor 2 Jahren mit 78 Milliarden Euro vor der Pleite bewahrt werden. Und im Rahmen des Hilfspakets wurde ein umfassender Reformkurs vereinbart. Demnach muss in diesem Jahr das Haushaltsdefizit auf 5,5% der Wirtschaftsleistung sinken von 6,4% im vergangenen Jahr. Die globale Wirtschaft steht nach Einschätzung der Weltbank vor unabschätzbaren Problemen. Hohe Arbeitslosigkeit in den Industrienationen, nachlassendes Wachstum in den Entwicklungsländern und ein weiter Schwächeln der Welthandel. Ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr hat die Weltbank reduziert von 2,4 auf 2,2%. Für 2014 korrigierte die Bank das Plus von 3,1 auf 3,0%. Und 2015 soll dann das globale Bruttoinlandsprodukt um 3,3% zulegen. Und jetzt der Blick nach New York an die Börse zu unserem New York-Korrespondenten Manuel Koch. Er schaut mal für uns auf den Handelstag. Wir haben am Mittwoch gesehen, dass die US-Märkte weiterhin nicht so richtig die Richtung finden. Bei mir ist Thomas Rudi von Capital R Investments. Woher kommt dieser Stillstand und trotzdem aber auch eine gewisse Volatilität in den Märkten?
Ja, der Markt, der wartet weiterhin auf die Korrektur, aber so richtig will man nicht nach unten, denn man weiß, die FED hat den Hahn weiter aufgedreht. Es sollte eigentlich noch weiter nach oben gehen, aber die Verschnaufpause, die braucht man natürlich. Die institutionellen Anleger sehen das im Moment jetzt schon auf jeden Fall, die Retail-Anleger zu Hause im Moment noch nicht und deswegen tritt man auf der Stelle. Am Donnerstag, da kommen vor allen Dingen die Einzelhandelsumsätze, eine wichtige Zahl hier für die USA. Was erwarten Sie da? Absolut, die sind zwar schon jetzt schon wichtig, aber gegen Ende des Jahres immer noch wichtiger, wenn es Richtung Weihnachtsgeschäft geht. Ich erwarte dort auch einen leichten Anstieg beim Einzelhandel, dass sich die Situation weiter stabilisiert und der US-Konsument weiter Geld ausgibt und neue Dinge kauft, sich das ein oder andere Mal zulegt. Aber wichtig ist das Weihnachtsgeschäft und da geht es im Technologiemarkt mit Microsoft und Sony natürlich ganz nach oben. Und ansonsten schauen wir am Donnerstag noch auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Es kommen die Import- und Exportpreise und außerdem noch die Lagerbestände. Also einiges, was da auf der Agenda steht heute Nachmittag, wissen wir dann mehr. Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann hat den Parfümhersteller Coty erfolgreich an der New Yorker Börse platziert. Der Preis von 17,50 Euro je Aktie lag genau in der Mitte der angepeilten Preisspanne. Den Reimanns und anderen Eigentümern hat der Verkauf mindestens 1 Milliarde Dollar in die Kassen gespült. Der Gesamterlös könnte aber noch auf 1,2 Milliarden Dollar steigen, wenn die Mehrzuteilungsoption ausgeübt wird. In dem Fall wäre Coty das größte IPO eines US-Konsumgüterkonzerns aller Zeiten. Nach der überraschenden Lockerung im Mai hat die südkoreanische Notenbank den Leitzins bei 2,5% belassen. Volkswirte hatten das auch so vorhergesagt. Die Märkte erwarten, dass die Bank of Korea dieses Zinsniveau bis zum Ende des Jahres halten wird. Die Wirtschaft des Landes zeigt erste Zeichen der Erholung, nachdem sich die Konjunktur seit Ende des vergangenen Jahres eingetrübt hatte. Ja, dann schauen wir mal auf die asiatischen Märkte. Ich begrüße heute Morgen Dr. Eckhard Wieck. Herr Dr. Wieck, dramatische Verluste heute in Japan. Der Nikkei, der lag doch zeitweise über 6% im Minus. Ist das jetzt alles noch nachvollziehbar, diese starken Schwankungen? Ja, guten Morgen, Frau Oldersdorf. Der Markt macht ja nicht immer das, was wir von Ihnen erwarten oder was wir gerne nachvollziehen würden. Wir haben ja monatelang über eine starke Aufwärtsbewegung gesprochen, von der wir auch immer wieder gesagt haben, ist das noch nachvollziehbar und jetzt macht der Markt natürlich das in die andere Richtung. Wir sind ja davon ausgegangen, dass irgendwann die Korrektur kommen muss, dass sie ist jetzt da und wie es so häufig ist, sind die Abwärtsbewegungen eben viel schneller als die Aufwärtsbewegung. Das, was wir vorher über viele Monate verdient haben oder nach oben gesehen haben, das geht jetzt sehr schnell in wenigen Wochen nach unten. Also sicherlich ist das Ganze natürlich auch bedingt durch diese liquiditätsgetriebene Hosse. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich ja in den letzten 2, 3, 4 Wochen, seitdem es jetzt nach unten geht, ja gar nicht dramatisch verändert oder zumindest nicht so negativ. Wir haben es ja vorher gehört, es gibt ja eher Anzeichen in Japan, dass die Konjunktur sich erholt. Also insofern muss man sagen, dass diese starken Volatilitäten, die hängen eben damit zusammen, dass viel Geld im Markt, dass viel Spekulation da ist. Und wo es deutlich nach oben geht, kann es eben auch mal deutlich nach unten gehen. Und wie lange wird es jetzt noch deutlich nach unten gehen? Wie lange hält dieser Abverkauf noch an? Ja gut, wenn wir das alles so genau wüssten, dann wäre das natürlich einfach. Aber wir kommen jetzt an der Widerstandszone an. Wir haben, sagen wir, makroökonomisch, das kann man so wenig bewerten, haben wir gerade gesagt, sondern da muss man eben auch technisch hinschauen. Und bei 12.300 ist man, da sind wir jetzt knapp drüber, noch 1%. Da läuft doch eine stärkere Widerstandslinie. Und wir dürfen vielleicht nicht nur auf den Nikkei schauen, sondern der andere, der große Index ist ja eigentlich der Topix und auch der bewegt sich im Moment so in den nächsten 3, 4, 5% in einer starken Widerstandslinie. Wenn die allerdings bricht, sowohl beim Nikkei als auch beim Topix, dann ist nach unten weitere schnelle 10% Platz bis zur nächsten Widerstandslinie. Also das ist Spannung, ob möglicherweise der japanische Markt sich auch mal wieder erholt. Das wäre jetzt auch eine 10-15%ige Erholung, wäre ja durchaus auch in so einer Abwärtskorrektur mal nötig. Wenn nicht, dann kann es auch noch ein Stückchen nach unten gehen. Herr Dr. Wieck, der Yen, der hat ja gegenüber dem Dollar doch wieder etwas zugelegt. Denken Sie, dass die Bank of Japan jetzt eingreifen wird? Also sie hat im Moment ja, hält sich eher zurück, sowohl mit konkreten Maßnahmen als auch mit Äußerungen. Wir haben ja die letzten Wochen und Monate immer wieder darüber gesprochen, das, was sie da tut, ist ja auch ein Experiment, was wir die letzten 10, 15, 20 Jahre in Japan nicht mehr gesehen haben. Und so ein Experiment hat natürlich auch heftige Ausschläge. Ich meine, da ist ein großes Rad gedreht worden oder wird noch gedreht. Und im Moment sind die wahrscheinlich selbst mal ein bisschen überrascht und vielleicht auch negativ.
beeindruckt von dem, was an den Märkten sich abspielt, aber das ist eben das, wenn so ein großes Rad gedreht wird. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten haben Sie denn, außer jetzt noch weiter zu beschwichtigen? Sie können das Rad noch größer machen, mit noch größeren Konsequenzen möglicherweise, und davor haben Sie im Moment sicherlich ein bisschen Bammel. Insofern verstehe ich durchaus, wenn die Bank of Japan im Moment nicht allzu große Töne spuckt und vielleicht sich erst ein bisschen zurückhält und schaut, wie der Markt sich auspendelt. Und wird die Bank diesen Kurs auch weiter beibehalten? Was denken Sie? Also im Moment sieht es so aus, dass sie zunächst mal ihre generellen Lockerungen, ja, und ihre generellen Anlageankäufe weiterhin aufrechterhält. Das hat sie mehrfach deutlich gemacht. Aber eben, der Markt spekuliert und fragt sich, wird sie das noch ausweiten? Im Moment tut sie das nicht. Und man muss natürlich auch sehen, viele Marktteilnehmer sind auch überrascht. Die haben jetzt vielleicht befürchtet, dass sie doch auch eine Abwertung des Yens weiterhin bekommen und dass jetzt gerade im Zuge dieser Turbulenzen eben auch viel Geld abgezogen wird. Tatsache ist im Moment, dass offensichtlich ihr Geld nach Japan zieht, dass die Japaner ihre Auslandsengagements, ihre Auslandsbonds ihr abstoßen und wieder das Geld nach Hause bringen. Und das stärkt im Moment den Yen. Und das ist natürlich auch gegen die Politik der Notenbank im Moment gerichtet, beziehungsweise das konterkariert natürlich die Maßnahmen der Notenbank im Moment. Es ging ja nicht nur in Japan heute runter an der Börse, sondern auch in China haben wir rote Vorzeichen gesehen. Was hat denn hier belastet? Ja, da sehen wir heute auch -3%. Das ist einer der schwächsten Märkte. Da muss man dazu sagen, dass wir natürlich 3 Tage Feiertage hatten und die Chinesen jetzt eigentlich das nachholen mussten, was die anderen Märkte die letzten Tage angezettelt haben, nämlich eher negative Vorzeichen. Also ist das eine Kumulation dessen, was die letzten Tage sonst ringsherum in Asien passiert ist. Aber wir stellen auch fest, dass wir in China jetzt doch ein 6-Monats-Tief wieder haben. Das heißt, diese Frühlingserholung, die wir gesehen hatten, die war nicht von Dauer und damit ist China wieder, die chinesischen Börsen wieder auf dem Marsch, den sie eigentlich nun inzwischen schon 3 bis 5 Jahre haben, nämlich eher eine Abwärtsbewegung, die jetzt mal aufgelockert war durch eine kurze Erholung. Aber wir sehen, es geht wieder nach unten. Also im Moment ist in China eigentlich eher die Vorzeichen weiterhin auf Abwarten. Denn das makroökonomische Bild, das gesamtwirtschaftliche Bild sieht dort ja nicht ganz so rosig aus, zumindest aus Perspektive der Analysten, die eher enttäuscht sind über das Abschwächen des Wirtschaftswachstums. Welcher asiatische Markt ist denn im Moment für Sie am interessantesten und macht am meisten Spaß? Ja, also Spaß kann natürlich, das ist eine Frage der Perspektive. Für denjenigen, der nicht investiert ist und nicht voll investiert ist, machen im Moment fast alle Märkte Spaß. Denn jeden Tag werden die Kurse ja günstiger. Ja. Wir alle sind jetzt natürlich wieder verwöhnt gewesen in den letzten Monaten und hatten immer wieder gehofft, dass jeden Tag neue Höchstkurse da sind. Also im Moment zeigt eher alles nach unten mit einer Ausnahme. Malaysia hält sich relativ stabil. Da sind wir auch nicht investiert und sind auch mit unserer Position zufrieden. Ansonsten haben wir jetzt alle, sehen wir überall 10-15%ige Korrektionen, in Japan 20%ige. Aber das kann ja auch Spaß machen. Wir haben die letzten Monate gesagt, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass zu einer Korrektur kommt. Und interessant sind die Märkte, die man auch absichern kann. Also wir haben eigentlich überall durchaus Positionen, aber beispielsweise in Japan, beispielsweise in Australien, in Hongkong oder in Singapur haben sie ja die Möglichkeit, auf den Markt abzusichern über Futures, können sie ganz gut machen. Wenn sie attraktive Einzeltitel sich ausgewählt haben, dann kann man in diesen Märkten eigentlich ganz gut absichern. Also insofern sage ich, Spaß macht uns dann, wenn wir irgendwann wieder einen Aufwärtsbewegung sehen und zwischendrin die Gelegenheit haben, auch günstig einzukaufen. Und die ergibt sich jetzt offensichtlich. Dr. Eckhard Wieck, vielen Dank für diese Einschätzung heute Morgen. Gerne nach Deutschland, Frau Oldersdorf. So, und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Danach geht es hier unter anderem weiter mit der Charttechnik, gemeinsam mit Daniel Hase von Folge dem Trend.de. Bis gleich.